Besucher aus Skandinavien waren zu Gast im Ausbildungszentrum der Heimatschutztruppe in Todendorf an der Ostsee. Unter Führung des Inspekteurs der norwegischen Heimwehr, des Generals Nygaard, beobachtete eine Delegation aus dem nördlichen NATO-Land die Übungen von Reservisten aus der Bundesrepublik. Dieses Absetzen von Fallschirmspringern, die den Feind darstellen, soll zeigen, dass ein Angreifer mit der Wachsamkeit und den Gegenmaßnahmen der Heimatschutztruppe rechnen muss, wenn er im unverteidigt geglaubten Hinterland Truppen oder Spähtrupps oder Agenten absetzen will. Zweite Phase dieser Demonstration. Einer der Abgesetzten ist schon beim Abspringen verwundet worden. Die Männer der Heimatschutztruppe können nun zeigen, dass sie gelernt haben, erste Hilfe zu bringen, Verwundete zu versorgen und im Übrigen die Regeln der Genfer Konvention auch dem im Hinterland auftauchenden Feind gegenüber anzuwenden wissen. Diesem kleinen Einsatz eines Küstengrenadierbataillons der territorialen Verteidigung in unvorbereiteten Stellungen an der Ostseeküste und der dann erfolgenden Landung einer kleinen Gruppe von Angreifern mit amphibischen Kraftfahrzeugen, den Larks, lag ebenfalls die Annahme zugrunde, dass die Aktion in einem von Kampftruppen freien Hinterland stattfand. Auch hier sollte, wenn auch nur in kleinem Rahmen, gezeigt werden, dass mit der Heimatschutztruppe zu rechnen ist, dass sie die Mittel hat, kleineren Gruppen oder Einheiten von Angreifern wirksam entgegenzutreten, wenn sie in unverteidigt geglaubten Gebieten oder, wie hier, in weiten, offenen Küstenlandschaften überraschend von See her auftauchen.